Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Samsung Galaxy S10 und Samsung Galaxy S10 Plus Modelle. Und zwar haben die Gerüchte sich bewahrheitet. Und zwar hat Samsung ein Loch in das Display verbaut für die Frontkamera. Das bedeutet, die Notch, die klassische Notch, hat ein Ende bei Samsung und wird durch eine artige Loch-Notch einfach ersetzt. Das AMOLED-Display kann dadurch aber jetzt noch besser ausgenutzt werden, da noch weniger Platz vom Display weggenommen wird. Auf der unteren Seite des Displays ist der Rand etwas dicker, aber ansonsten sieht man, dass das Display einfach die ganze Fläche benutzt, die es einfach nur benutzen kann, was Samsung sehr, sehr gut gelöst hat, meiner Meinung nach. Beim S10 Plus Modell ist das Loch, also die Notch, etwas breiter, weil hier zwei Objektive für die Frontkamera verbaut wurden. Das S10 Display ist 6,1 Zoll groß und beim S10 Plus sind es 6,3 Zoll, also 0,2 Zoll größer. Die Auflösung liegt mit 3040x1440 Pixel bei beiden Modellen sehr, sehr hoch, muss man einfach sagen. Die Kameras auf der Rückseite sind horizontal angeordnet und zwar handelt es sich um drei Objektive. Das bedeutet, im Ganzen auf der Rückseite des Smartphones kann man sagen, gibt es vier Punkte, einmal der Blitz und dann drei Objektive. Einmal ein Weitwinkelobjektiv mit 12 Megapixel, ein Ultraweitwinkel mit 16 Megapixel und ein Zoom mit 12 Megapixel. Der Fingerabdrucksensor wurde mit Hilfe von einem Ultraschallsensor unter das Display verbaut. Das bedeutet, um das Smartphone braucht man nur den Finger auf das Display zu setzen und schon wird man in das Smartphone eingeloggt. Beim Prozessor handelt es sich um ein Exynos 9820. Mit dem S10, was ein sehr großes Feature ist, kann man sagen, lassen sich sogar andere Geräte aufladen. Das bedeutet, wenn man das S10-Modell auf die Rückseite des S10-Modells nach oben zeigt, also nach oben legt, sagen wir mal so, kann man zum Beispiel seine Galaxy Watch auf die Rückseite setzen und diese wird geladen. Was sehr cool ist, denn nicht nur kann man das Display laden, also da kann man das Smartphone kabellos laden, sondern kann man auch andere Geräte auf dem Smartphone laden, was ich einfach super cool finde. Ab dem 8. März sind die Modelle erhältlich und das S10-Modell mit 128 GB kostet 899 Euro. Und das S10 Plus Modell mit 512 GB wird 1249 Euro kosten. So, das war es auch noch schon mit dem Video, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und beim nächsten Video wird es um das S10, also das Fold-Modell gehen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, meine Freunde. Ciao.